There's a silence we hold between us, and I know it's because of me. And you echo with your indifference, but I think I know you better than that. I owe you the yeah. Bam. Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Herzlich willkommen aus dem Tomatenmobil. Jetzt geht es nach Stuttgart. Mega geil. Jetzt beginnt die Tour so 100% komplett. 7.45 Uhr am Morgen. Wir sind alle fit, die Turnschuhe. Als hätte sie nicht schon lange begonnen. Als hättest du was begonnen. Die Tour? Naja, ja. Gut, aber jetzt ja so richtig. Jetzt sind wir 6 Wochen nämlich komplett nicht in Berlin. Voll geil. Malte, vloggst du heute auch? Ja, ich vlogge auch. Yeah! So if you can make me see me. Kaufen, 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 kaufen. Fleischwerbung. Alpro Product Placement. Erste kurze Pause. Voll gut, ich habe jetzt komplett das Interview heute Abend mit Alex Hartmann vorbereitet. Und ich glaube, das wird sau interessant. Ich bräuchte, glaube ich, gar keine Vorbereitung, weil ich das so interessant finde, was der Typ macht. Mit all diesen ganzen Unterbewusstseins- und Reality-Hacking-Sachen und sowas. Das wird fett. Oh, du, komm, du passt da durch. So, geh durch. Du. Ich bin nicht so, ich bezahle. Aber das wird klappen, glaube ich. Die Drachen kämen und jetzt kannst du hier durchkommen. Komm, betrau dich. Aber Leute, Vorbereitung ist das A und O. Ich habe mir jetzt von Alex sämtliche Gedankentanken, Vorträge und TEDx-Talks und gerade noch den Podcast bei Gunnar Schuster und alles mögliche und die Website und so. Insbesondere bei Leuten, die wir noch nicht persönlich kennen, ist es halt echt sau wichtig, dass wir einen Plan haben, was die machen und wer die sind und nicht so irgendwelche Larifari-Fragen stellen, sondern einfach so geile Fragen stellen. Kurzer Powernap nach dem Desaster beim letzten Interview-Event, wo wir so wenig geschlafen haben und ich am Abend so komplett durch war. Schlaf. Ganz, ganz wichtig. Ah. Wohltat. Naja, Vorbereitung, das A und O ist gut ausgeschlafen. So jetzt schöner, weiß nicht, 45 Minuten Nap oder sowas. Noch den Podcast zu Ende gehört. Ich glaube, jetzt kann das Ding heute Abend kommen. Ganz kurzes Update zur Instagram-Stories vs. Snapchat-Stories-Problematik, die ich jetzt schon in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder aufgeworfen habe. Aktueller Standpunkt bei mir ist, ich bin größtenteils auf Instagram unterwegs und jetzt eine Woche, glaube ich, keine Snapchat-Stories gemacht und teste jetzt Instagram und merkte auch, wie da um einiges mehr noch Zuschauer sind als bei Snapchat, was ich super finde. Liegt natürlich daran, dass bei Instagram schon eine gewisse Audience da ist, jetzt schon fast 5000 Leute. Und was ich aber sehr, sehr nervig finde, und das habe ich gestern erst gemerkt, als wir nämlich den ganzen Tag auf dem Festival waren und kein Internet hatten, ich somit die ganzen einzelnen Story-Einträge nicht direkt posten konnte, sondern sie erstmal on hold gepackt wurden und dann gehe ich hinterher ins Internet und dann lädt er die hoch und dann lädt er die aber irgendwie in einer komischen Reihenfolge hoch, sodass nicht mehr die Reihenfolge in der Story ist, wie ich sie aufgenommen habe, sondern so, wie sie hochgeladen ist, was natürlich völliger Bullshit ist, weil wir dann natürlich kein geiles Storytelling machen können. Ich habe irgendwie coole Sachen überlegt mit einzelnen Einblendungen, bla bla bla, und die machen aber gar keinen Sinn mehr, wenn sie nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Dann war dann ein Clip, der ist irgendwie am Abend, dann kommt einer vom Vormittag und es macht halt einfach gar keinen Sinn. Also das finde ich von der Nutzung her einfach so überhaupt gar nicht durchdacht. Und das ist natürlich bei Snapchat viel cooler, dass sie trotzdem in der Reihenfolge, dass nicht darauf ankommt, wann es hochgeladen wird, sondern dass es darauf ankommt, wann es aufgenommen wurde. Und hoffen wir mal, dass Instagram daran noch arbeitet, weil das alleine wäre für mich schon ein Grund, wieder zurück zu Snapchat zu gehen. Wir sind da! 15.30 Uhr, Punkt. Ein Traum. Ich habe gerade noch mal geschlafen. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt bin ich aber gut ausgeruht, glaube ich. Josh! Freiheit! Was machst du da? Tschüss, Navi, kommst du nicht mit? Ja. Fährt weiter. Der setzt uns hier ab. Was soll das? Okay. Wir sind da. Startup Campus, nice. Ich bin jetzt ganz kurz mal auf der G7X. Der Nudo ist mit der anderen unterwegs und filmt das Video mit Carina.
gibt so Tage, da haben Menschen einfach komplett eine Waffe. Ich glaube, für dich ist heute Sonntag. Gut, dass du heute kein Interview halten musst, auf jeden Fall. Die Frisurspeche spricht Bände. Guck mal, der Tross schleppt sich langsam die Treppe hoch. Wir sind da, Startup Campus Stuttgart. Yes, voll schön hier. Ui, sieht der stylisch aus. Was? Meinst du, es wird kälter in der anderen? Ja, ich wollte. Herzlich willkommen zur Physikstunde mit Katrin. Ich hatte in Physik immer eine 4 oder eine 5. Okay. Dann pass auf, dass du dich nicht in die Zunge schneidest, denn das ist physikalisch scharf, glaube ich. Du bist physikalisch scharf. Und wie? Jetzt, hier. Läuft. Das läuft. Einfach in Wirklichkeit Aufmerksamkeit zu erregen, ja. Was auch sonst? Hallo. Nö, es ist einfach nur warm hier. Es ist einfach nur warm. Ich glaube, unser Interviewpartner ist schon da. Yeah, Alex. Hey. Hey, Mann. Das ist immer der Moment, auf den ich am meisten Alright, wir haben gerade lange geredet und es war wundervoll. Alex, schon mal danke, dass du mitgemacht hast. Und wir haben jetzt noch, für alle, die Alex noch nicht kennen, ja, noch so einen Schmankerl. Und zwar, wir haben gerade über dieses großartige Reality-Loop-Modell gesprochen. Intensivst, du hast es uns vorgestellt. Und ich würde dich bitten, nochmal so ganz kurz runtergebrochen das Ding durchzugehen. Ja. Und es gerne darauf zu beziehen, wenn wir jetzt in der Situation sind und sagen so, ja, ich habe die ganzen Erfolgsbücher gelesen und ich weiß und ich will da was aufbauen, aber im Kopf fühlt es sich noch nicht so an und ich bin noch unsicher und wer weiß, ob das alles so funktioniert. Wie können wir da eingreifen und uns letztendlich so programmieren, dass wir erfolgreich werden? Ja. Okay. So, der für mich beste Weg, die Realität zu hacken oder unser Unterbewusstsein auch zu hacken wie ein Computer, ist der Reality Loop. 4 Boxen, die beschreiben, wie in jedem Moment wir mit unserer Umwelt, unseren Emotionen und unserer Handlung interagieren sozusagen. Mhm. Und basically fängt es immer an, oben rechts, beziehungsweise anfängt es immer irgendwo, aber wir fangen mal an oben rechts. Imagination heißt Denken. Alles, was wir denken, innere Bilder, innere Stimmen, innere Bilder, wie es toll werden könnte oder innere Bilder, wie es vielleicht schief geht, oh mein Gott, nein, lösen was aus im Körper. Mhm. Gefühle zum Beispiel. Bis hin zu körperlichen Reaktionen, wenn jemand denkt, da sind Magnete an meinen Handflächen und dann spüren kann, wie sie sich anziehen, wenn er sich darauf einlässt, auf dieses Bild. Aber jetzt mal im klassischen, im alltäglichen Sinne ist es vor allem, was für ein Gefühl entsteht. Ja. Und das, was durch das Denken an Gefühl entsteht, das führt dann ja meistens zum Handeln. Ja, wenn wir Vorfreude und Motivation spüren, dann kommen wir eher ins Handeln, als wenn wir Angst, Blockade, oh nee, ich weiß nicht, ich mach's morgen. Mhm. Führt zu einer ganz anderen Handlung. Diese Handlung wird dann zu einem Ergebnis, logischerweise. Und dieses Ergebnis wird dann zu einer Erfahrung. Und Erfahrungen tun das, was Erfahrungen immer tun. Sie verstärken, sie verändern oder sie schaffen unsere Glaubenssätze. Ich habe Beliefs geschrieben auf Englisch. Unsere Überzeugung, das, was wir ernsthaft glauben, es sei so. Und das steuert dann wieder unser Denken. Und somit ist es ein Kreislauf. Ja, der Reality Loop, basierend auf James Tripp's Hypnotic Loop, ist ein Modell, das im Kreis läuft und unser Erleben der Welt beschreibt, aber auch beschreibt, wie wir unser Unterbewusstsein unter anderem auf Erfolg programmieren können. Wenn ich jetzt sage, hey, ich würde gerne meine Ziele erreichen, was muss ich dazu tun? Naja, mich reinhängen, nicht aufgeben, dann, wenn es hart wird, weitermachen, mit Motivation rangehen, Energie mitbringen, mit der ich andere Menschen mitreiße, indem ich kommuniziere. Und natürlich muss ich handeln. Und dazu brauchst du auch die richtigen Handlungen und so weiter. Motivation allein bringt wenig. Aber natürlich ist, ey, ich packe das jetzt an, immer besser als, oh, weiß nicht, mal gucken vielleicht. Und deswegen, was kann ich machen, damit dieses Gefühl da ist, von dem du gerade gesprochen hast? Genau, was machen wir, wenn wir es noch nicht fühlen, dass wir es für uns etablieren? In Knackig gibt es 4 Wege. Ja, du kannst über jede der Boxen eingreifen. Eins ist, wie wir denken. Welche Bilder mache ich mir von der Zukunft? Welche Programmierungen schütte ich in meine Festplatte rein durch das, was ich jeden Morgen visualisiere an Zukunft, die ich gerne haben möchte, zum Beispiel? Indem ich ein Vision Board, eine Visionscollage baue mit Bildern, von denen, wie mein Leben mal sein soll, von haben, sein und vor allem tun. Ja, tun, sein und haben eigentlich in der Reihenfolge vorzugsweise. Das kann was auslösen, wenn ich es regelmäßig sehe und mein Unterbewusstsein merkt, stimmt, das ist wichtig, was sind Wege, was brauchen wir noch an Ideen, Möglichkeiten, Techniken, Kontakten, Mut, sonstiges. Und löst dann ein Gefühl aus und los geht's.
Welche Fragen stelle ich mir? Fragen, die mir Lösungen bieten oder Probleme aufzeigen? Ja? Und wenn ich immer sage, nee, es gibt einen Weg, wenn du nicht willst, findest du einen Grund. Wenn du willst, findest du einen Weg. Das ist eines meiner wichtigsten Mindsets. Deswegen, wann immer ich merke, ah ja, geht nicht, weil, schiebe ich das komplett zur Seite. Das ist ein bisschen eine radikale Methode, aber im seltensten Fall, wenn es nicht kompletten, massiven finanziellen oder körperlichen Schaden bedeutet, schiebe ich die, oder interpersonellen, beziehungstechnischen Schaden bedeutet, schiebe ich die meisten, ja, aber es ist einfach ungesehen zu sein und sage, ja, ist gut, aber ich nehme den Weg, den gibt es ja auch, tut mir leid, zack. Ja, und das ist auch was, wie wir denken. Ja, löst ein Gefühl aus, könnte ich so nicht denken, hätte ich die Angst, hätte ich das, ja, nee, lieber nicht, käme ich nicht hinzu. Das heißt, wir können über das Denken gehen, wir können aber auch über den Körper gehen. Mhm. Wie nutze ich meinen Körper? Habe ich überhaupt die Kraft und die Ressourcen und die Reserve, das heißt die Batterien durch regelmäßige Ruhepausen, durch Meditation, durch genügend Schlaf, durch gute Ernährung gefüllt oder sind die immer so, dann ist es echt schwer motiviert zu sein? Wie verwende ich meinen Körper? Komme ich schon so zur Türe rein, ist echt schwer motiviert zu sein? Oder nehme ich eine Körperhaltung, wo es leichter fällt, auch ein entsprechendes Gefühl zu fühlen, weil der Körper weiß, Moment, Schultern hinten, Augen weit offen, lächeln, der atmet auch noch, bin ich etwa gut drauf? Ja? So, und dann fühlen wir uns automatisch anders. Beim Sprechen, ihr könnt so reden und ihr werdet euch so fühlen. Wenn ihr so redet, werdet ihr euch auch so fühlen. Verwendet die Stimme in ihrer Tonalität und allem auch gern so, dass der andere mehr Spaß an euch hat. Es kommt sofort zurück. Erfahrung. Macht Erfahrung mit Absicht. Meine Erfahrung ist, und deswegen glaube ich es, dass wenn wir krasse Erfahrungen, so Dinge, die man sich auf die Löffelliste schreiben will, diese Liste, die man lebt, bevor man den Löffel abgibt, ja, mit starken Erfahrungen, und es muss nicht immer mit Reisen zu tun haben, und es muss auch nicht immer mit Adrenalin zu tun haben, wie Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen, Squat-Fahren. Manchmal ist es, ich möchte mal ein klischee-romantisches Candlelight-Dinner machen oder barfuß im Regen tanzen oder mal einen Tag blind verbringen mit einer guten Augenmaske. Auch eine Erfahrung. Mhm. Aber diese krassen Erfahrungen verändern auch, was wir an Perspektive haben und so weiter. Und darüber können wir über alle vier Boxen in den Loop, somit in unser Erleben unserer subjektiven Realität eingreifen und dadurch eben dieses Gefühl verändern und mehr Antrieb, mehr Motivation und dann ins Handeln kommen. Das ist das letzte wichtige Glaubenssätze, ein Glaubenssatz, mit dem ich aufräumen möchte. Nämlich, ich kann ja nicht anfangen, weil ich habe da diese Glaubenssätze. Ich kann nicht anfangen, mir fehlt die Motivation, die kommt auf dem Weg. Mhm. Ja, und deswegen oft ist der beste Weg, was zu Ende zu kriegen und das Gefühl zu haben, ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen soll, anzufangen, irgendwie einen Schmutzfleck zu machen. Das Schlimmste ist die Angst vorm weißen Blatt Papier. Mhm. Als Autor nennt man es Blank Paper Fear, die Angst vorm weißen Blatt Papier, weil dann schreibst du nichts drauf. Sobald du irgendwas drauf geschrieben hast, selbst wenn du es nachher wieder durchschreibst, geht irgendwas los. Und ich glaube, im Leben ist es so ähnlich. Bam, Alex. Wundervoll. Danke für das kurze und knackige und großartige Zusammenfassen von deinem Modell. Und sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf alles Weitere. Danke für deine Zeit. Ebenso. Mach's gut. Danke dir. Bis dann. Erfolgreiches und glückliches Leben ohne dich, das gibt es gar nicht. Das war's! Fertig! Ja, voll cool. Wir sind hier echt cool am Aufräumen und alles in Charlotte. Alles noch da. Geiles Lied. Von Mike. Aber so eine coole Location. Ich freue mich schon, dass wir Mitte Oktober hier bei KS wieder hier am Start sein werden. Startup Campus, 3 Daumen hoch. Ich war der größte Stalker, wollte ich dir gerade sagen. Ganz spontanes Feedback zum Event. Sehr, sehr geil. Mehr braucht's nicht. Hammer.
Danke. Ey, das war echt ein saucooles Ende. Hammer, Alter. Dankeschön. Richtig, richtig geil. Schlag dich eine Woche mit halt. Ciao. Oh, alle verabschiedet. Wir sind die Letzten. Wir sind die Einzigen. Wir können machen, was wir wollen. Alleine hier. Ich kann rumknutschen und niemand sieht. Ach ja, ihr lieben Freunde, das war so ein schönes Event. Das war so cool. So cool, die beiden, ey. Oh mein Gott. Mensch. Das ist das erste Interview, nachdem ich danach nicht komplett fertig bin. Stimmt, du hast jetzt auch eine bessere Energie als vorher. Ja. Das spricht für die Interviews auf jeden Fall. Cool. Wir haben es jetzt 0 Uhr 6. Davor war ich nur gar und matt. Mal gucken, ob wir noch nach Hause kommen. Nee, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir haben jetzt einen eigenen Raum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gute Nacht, Leute. Wir haben jetzt gerade ja noch ein fürstliches Nachtmahl. Wir haben es jetzt 2:30. Herrlich, ihr Lieben. Wir sind da. Leonberg bei Stuttgart. Ein paar Family-Tage. Ich freue mich riesig drauf. Ihr seht die Aussicht oder ihr seht sie nicht, aber ihr seht sie morgen. Saufett. Ihr Lieben, Frage des Tages. Was ist aufbauend auf dem Reality-Loop, den Alex vorgestellt hat? Habt ihr da einen Punkt für euch entdeckt, wo ihr merkt, so, okay, da läuft gerade was ab, was unbewusst ist und was, wo ihr aber intervenieren müsst, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Was ist eine Sache, wo ihr sagt, so, okay, da will ich in Zukunft reingehen. Schreibt es mir gerne mal rein. War ein fettes Event. Wir sehen uns morgen. Tschüss.